Einer der zentralen Begriffe der mittelalterlichen Literatur ist die Aventüre, aus der neuhochdeutsch naheliegenderweise das Abenteuer wird. Naja, an diesem Konzept Aventüre erscheint damit erst einmal nichts besonders komplex zu sein. Wir haben heute eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie so eine ritterliche Aventüre aussieht. Ein Ritter errettet eine Jungfrau aus den Klauen eines Drachen. Das erscheint uns als typisches mittelalterliches Ritterabenteuer. Naja, und so wird dieses Handlungsskript auch beispielsweise in dem Film Shrek aufgegriffen und natürlich durch den Kakao gezogen. Nun ist die deutschsprachige höfische Literatur des Mittelalters allerdings an Drachen recht sparsam. Und für Damen hält sie in der Regel auch interessantere Handlungsskripte bereit, als sich einfach nur retten zu lassen. Grund genug, denke ich, einmal genauer hinzusehen, wie Aventüre in mittelalterlicher Literatur umrissen wird. Eine wunderbare Quelle dafür ist der Roman Iwein von Hartmann von Aue, der um 1200 herum gedichtet wurde. Iwein ist die Erzählung von einem jungen Ritter, der auf seiner Suche nach Ruhm und Minne einen Löwen rettet, übrigens vor einem Drachen, der hier tatsächlich mal mitspielt, und seitdem zusammen mit dem Tier als Löwenritter durchs Land zieht. Der Iwein-Roman stellt gleich zu Beginn das Phänomen Aventüre zentral. Calogrenant, ein Artus-Ritter, erzählt nämlich von einer seiner Aventüren, von einem Abenteuer am Artushof. Oder kürzer ausgedrückt, er erzählt eine Aventüre. Damit changiert die Bedeutung des Begriffs Aventüre zwischen dem Abenteuer selbst und der Erzählung, die Calogrenant davon gibt. Und mehr noch, auch das Thema dieser Aventüre ist Aventüre. Denn Calogrenant ist damals aufgebrochen, um, wie er erklärt, Aventüre zu suchen. Die zu finden war also sein Ziel. Ja, wir sind also genau an der richtigen Stelle, um zu erfahren, was Aventüre genau ist. Ich zitiere Calogrenants Erzählungseinstieg. Es geschah mir, davon ist es wahr, es sind nun wohl 10 Jahr, dass ich nach Aventüre rät, gewaffend nach Gewohnheit zerbrezilian in den Wald. Da waren dir Wege mannigfalt. Do kehrt ich nach der Zeswenhand auf einen Stieg, den ich da fand. Der ward viel Ruch und Enge. Durch Dornen und durch Gedränge so fuhr ich allen den Tag, dass ich für wahr wohl sprechen mag, dass ich so große Arbeit nie von Ungefahrte erleid. Calogrenant sucht also in seiner Erzählung nach Aventüre, ganz allgemein, und er reitet dafür in den Wald. Ein genaues Ziel hat er nicht. Der Wald ist in der höfischen Literatur auch der klassische Ort für Aventüre. Aventüre findet sich nicht am Hof, zumindest nicht am eigenen Hof, sondern im Wald. Oder der Ritter muss zumindest durch den Wald, um zur Aventüre zu kommen. Calogrenant wendet sich hier im Wald nach rechts, was bedeutungsvoll ist. Im Hintergrund greift hier die Zwei-Wege-Metapher oder auch Bivium-Motiv genannt, lateinisch für zwei Wege. Es gibt zwei Wege, einen nach links, das ist der letztendlich falsche, aber der bequem ist, aber schließlich in die Hölle führt. Und einen nach rechts, ja, das ist der richtige Weg, der beschwerlich ist, aber schließlich in den Himmel führt. Um Himmel und Hölle geht es bei Calogrenant sicher nicht, aber seine Wegwahl nach rechts bestätigt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Er wird Aventüre finden. Und auch die Beschwerlichkeit des rechten Weges fehlt nicht. Aventüre macht Arbeit. Sie verursacht also Mühe oder sogar Qualen. Das wäre die neuhochdeutsche Bedeutung des mittelhochdeutschen Begriffs Arbeit. Das wäre also schon mal festzuhalten. Aventüre ist im Wald, jenseits des Hofes situiert, und sie macht Arbeit. Im weiteren Verlauf erzählt Calogrenant nun von 3 Stationen, an denen er vorbeikommt. Zuerst kommt er zu einer Burg, wo er über Nacht aufgenommen wird. Dann kommt er zu einem Waldschrat. Ja, und schließlich kommt er zu einem Garten mit einer Quelle. Das Irritierende ist, weder in der Burg noch beim Waldschrat trifft Calogrenant auf Aventüre. Sowohl die Burgbewohner als auch der Waldschrat, die wissen mit dem Begriff Aventüre überhaupt nichts anzufangen. Naja, für uns ist das erstmal ein Glücksfall, weil Calogrenant dem Waldschrat auf Nachfrage eine regelrechte Definition von Aventüre gibt. Ich zitiere:
Ich suche Aventüre, spricht Carlo Grenant. Du sprach der Ungeheure, Aventüre, was ist das? Das will ich dir bescheiden, Bas. Nu sich, wie ich gewaffend bin. Ich heiße ein Ritter und han den Sinn, dass ich suchende riete einen Mann, der mit mir striete, der gewaffend sie als ich. Das prieset ihn und slächt er mich. Gesiege aber ich ihm an, so hat man mich für einen Mann, und Würde werde danne ich sie. Carlo Grenant definiert Aventüre also als Kampf Mann gegen Mann, beziehungsweise Ritter gegen Ritter, und das Ziel dieses Kampfes ist, als Sieger Ehre zu erhalten. Ja, diese Definition ist wunderbar klar. Sie hat nur ein kleines Problem, sie funktioniert nicht wirklich. So gut wie kein Abenteuer im Iwein-Roman passt auf diese Definition. Ja, da gibt es Kämpfe gegen Riesen, gegen einen Drachen, einen Gerichtskampf gegen drei Ritter, bei dem ein Löwe mitmischt und so weiter und so fort. Und der finale Kampf, der tatsächlich zwischen zwei Rittern stattfindet, der wird abgebrochen, bevor einer siegt. Sicherlich ist Aventüre das Thema des Romananfangs. Aber die unterkomplexe Definition Carlo Grenants, die gibt uns leider noch nicht die Antwort darauf, was Aventüre genau ist. Vielleicht, so möchte ich jetzt fortfahren, vielleicht lohnt es sich, statt auf die erzählende Figur, auf den wirklichen Erzähler zu hören. Der erzählt uns nämlich Carlo Grenants Weg zur Aventüre. Und vielleicht sagt dieser Weg und seine Stationen selbst etwas über Aventüre aus. Ich möchte Ihnen diesen Weg und seine Stationen zeigen anhand eines Bilderzyklus, der den Iwein-Roman raumfüllend auf der Burg Rodeneck in Südtirol abbildet. Der Bilderzyklus, der stammt aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts, also in historischer Nähe zur Abfassungszeit des Iwein-Romans. Was wir hier sehen, ja, das sind nicht die tatsächlichen Wandmalereien, die mitunter stark beschädigt sind. Ich arbeite stattdessen mit einer Rekonstruktion, die ich habe anfertigen lassen, damit man den Bildaufbau der einzelnen Stationen besser erkennen kann. Uns interessieren hier die ersten drei Stationen, die Carlo Grenants Weg zur Aventüre abbilden. Das sind die ersten drei Stationen, die Minneburg, der Waldschrat und schließlich der Quellengarten. Ja, Sie müssen die Bilder von rechts nach links lesen. In dieser Leserichtung sind die Wandmalereien in Rodeneck angelegt. Zur Erinnerung, die Personen bei den ersten beiden Stationen, die wissen nichts von Aventüre, sie kennen den Begriff mitunter überhaupt nicht. Und nun meine Arbeitsthese. Wie wäre es, wenn uns der Erzähler zunächst einmal negativ zeigt, was Aventüre eben nicht ist, bevor er bei der dritten Station eine idealtypische Aventüre erzählt? Ja, wenn Sie dieser These folgen, dann sind die Minneburg und der Waldschrat die extremen Pole, zwischen denen Aventüre ihren Platz hat. Naja, versuchen wir es. Das ist die erste Station, die Burg, in der Carlo Grenant übernachtet. Ich nenne sie die Minneburg, weil sie vollständig auf Minne, also auf Freundschaft bis hin zur Liebe, ausgerichtet ist. Der mittelalterliche Minne-Begriff ist sehr weit gefasst. Carlo Grenant wird vom Burgherrn persönlich begrüßt, er wird überaus freundlich behandelt, er darf eine lange Zeit ganz allein mit einer wunderschönen Dame verbringen. Das ganze Geschehen ist also von Minne im vollumfänglichen Wortsinn geprägt. Das schlägt sich auch in den Bildmotiven in Rodeneck nieder. Wir sehen dort die höfischen Damen, den freundlich grüßenden Burgherrn, der einen Habicht auf der Hand hält. Der Habicht ist übrigens ein Vogel, der semantisch mit Minne verknüpft ist. Und nicht zuletzt ist das Bild bestimmt von einem überdimensionierten Tor im Hintergrund, das für den freundlichen Einlass geöffnet ist. Diese erste Station auf dem Aventüre-Weg Carlo Grenants ist also gänzlich von Minne bestimmt. Und das ist Aventüre schon mal nicht. Kommen wir zur zweiten Station, zum Waldschrat. Carlo Grenant trifft mitten im Wald auf einen Waldschrat, der äußerst bedrohlich aussieht und der umringt ist mit wilden Tieren, die sich auf Leben und Tod bekämpfen. Diese Situation sieht jetzt schon mehr nach Aventüre aus, was offensichtlich auch Carlo Grenant denkt, denn er macht sich zum Kampf bereit. Ja, aber daraus wird nichts. Der Waldschrat ist dem Ritter gegenüber absolut friedlich gesonnen und der schützt ihn auch vor den wilden Tieren. Hier kommt es zu dem ja durchaus freundlichen Dialog, den ich Ihnen vorher vorgetragen habe.
Das Bildmotiv vom Waldschrat ist in Rodeneck gegensätzlich zur Minneburg aufgebaut. Der wilde Mann hat äußerst hässliche Gesichtszüge und hält mit der Keule eine brutale, dezidiert unhöfische Waffe in der Hand. Auch die wilden Tiere sind abgebildet neben einem Felsen. Ja, und alle diese Elemente verweisen auf den gegenhöfischen Raum, mittelhochdeutsch bezeichnet als die Wilde. Die zweite Station des Aventürewegs ist damit von Wilde geprägt, also von zivilisationsferner Gewalt. Trotzdem, von Aventüre weiß man hier genauso wenig wie auf der Minneburg. Nach der Erklärung von Kalugrenant kann der Waldschrat ihm aber zumindest den Weg zur Aventüre weisen, das macht er hier auf dem Bild auch. Und damit kommen wir endlich zur dritten Station, die schließlich die Aventüre bringt, zum Quellengarten. Kalugrenant trifft dort auf einen wunderschönen Garten voll Bäumen und Vögeln mit einer Quelle, einem Stein und einem goldenen Becken. Er soll, so hat es ihm der Waldschrat erklärt, Wasser aus der Quelle mit dem Becken auf den Stein gießen. Dann kommt die Aventüre. Kalugrenant macht das und sofort bricht ein furchtbares Unwetter herein, das die Bäume entlaubt und alle Vögel tötet. Und als das Unwetter aufhört, kommt ein vollgerüsteter Ritter herbeigesprengt, der reitet gegen Kalugrenant an und holt ihn sofort aus dem Sattel. Ja, das war's. Kalugrenant muss danach besiegt und betröppelt wieder den Heimweg antreten. Das war Aventüre. Und Sie sehen, das hat schon irgendwas mit der Definition von Kalugrenant zu tun. Zwei gleichgerüstete Ritter, die gegeneinander antreten und der Sieger erhält Ehre, der Verlierer aber Unehre. Aber darin geht auch diese Aventüre nicht auf. Was soll der wunderschöne Garten? Was sollen die Bäume, die Vögel? Ja, und dann das Unwetter, die Entlaubung, das Vogelsterben. Nun, ich denke, dass im Brunnengarten, der ja der Raum der Aventüre ist, beide zuvor besuchten Stationen gewissermaßen rein kopiert sind. Der Garten, vor allem der Lindenbaum, der im Bildprogramm deutlich verwirklicht ist, die Quelle und die Vögel, das sind topische Minne-Motive. Und das Unwetter, das ja die Bäume und Vögel zerstört, das spiegelt die gewalthafte Wilde wider. Aus dieser Perspektive erscheint der Aventüre-Raum als konsequenter Mischraum. Durch Minne und Wilde ist Kalugrenant schließlich zu einem Ort gekommen, der sowohl von Minne als auch von Wilde geprägt ist. Und dort, genau dort, findet er endlich seine Aventüre. Ja, der Weg, den Kalugrenant genommen hat, der ist damit tatsächlich der rechte Weg, der richtige Weg, der ihn zur Aventüre führt. Der gemischte Brunnenraum, der von Minne und Wilde gleichermaßen geprägt ist, der bringt uns das Aha-Erlebnis, dass die beiden Orte zuvor, Minneburg und Waldschrat, nicht etwa das Gegenteil von Aventüre waren, sondern tatsächlich deren Pole markieren, die beide gegeben sein müssen, um Aventüre zu erreichen. Aventüre, so könnte man systematisieren, hat zum einen eine Verbindung zur Minne, zum anderen eine Verbindung zu Wilde. Aber Aventüre ist weder Minne noch Wilde, sie befindet sich irgendwo dazwischen. Irgendwo zwischen höfisch und unhöfisch, zwischen Gemächlichkeit und Gewalt, zwischen brutalem Kampf und höfischer Liebe. Unser naives Bild vom Anfang hat damit eigentlich völlig recht, nur etwas anders als gedacht. Nicht als Abbild einer tatsächlichen Szene, sondern als Erinnerungsbild, als Memorialbild sozusagen. Die Minnedame würde für das Prinzip Minne stehen, und der Drache für das Prinzip Wilde, und die Aventüre, der zum Kampf gerüstete Ritter, der findet zwischen diesen beiden Polen statt. Und wenn wir nochmal die Erzählsituation am Beginn des Ivan-Romans aufgreifen und auch den Aspekt des Weges von Kalugrenant zur Aventüre nochmals, dann wird offensichtlich, dass Aventüre selbst der Weg, die Verbindung zwischen Wilde und Minne ist. Die Aventüre geht vom Hof aus in den wilden Wald und sie bringt das Wilde zum Hof zurück in Form der Erzählung von der Aventüre. Ja, oder im Bereich der Minne, die Aventüre geht in Form des Minnedienstes von der höfischen Minnedame aus in die Wilde und kommt wieder in Form ihrer Erzählung zurück zur Minnedame, die den Minneritter im Idealfall mit Minne belohnt. Aventüre verbindet also die Sphäre des Höfischen mit der Sphäre des Unhöfischen, des Wilden und überführt das Wilde, gezähmt in Form der Erzählung, in das Höfische.
Aventüre ist damit vielleicht das dynamischste höfische Konzept. Die Frage jedenfalls, was Aventüre ist, die kann nicht beantwortet werden, ohne auf die Pole, den Anfangs- und den Endpunkt zu achten, deren dynamische Verbindung eben die Aventüre ist.